Hallo, einen schönen Abend für euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle noch gesund. Und ich werde, also für diejenigen, die sich jetzt auf Facebook dazu schalten, den Livestream in Zukunft dann nicht mehr auf Facebook machen. Wir haben zu viele Probleme. Daniele kontrolliert hier im Hintergrund drei Kameras, weil wir das anders nicht hinbekommen, weil wir den Livestream auch auf YouTube haben und eben auch auf die Internetseite verlinkt haben und eine Sicherungskamera mitläuft. Und jedes Mal bisher gab es auf dem Livestream, mit dem Livestream auf Facebook irgendwelche Probleme. Heute Morgen zum Beispiel ist es uns einfach nach den Atemübungen abgebrochen, weil mein Speicher am Handy voll war. Und das sind einfach zu viele Dinge, die wir im Moment beachten müssen. Und wir müssen uns von einem trennen und das wird Facebook sein, wobei wir allerdings später das Video bearbeiten. Auf YouTube ist der Livestream ja und wir haben ja noch zwei andere Kameras. Wir schneiden das dann noch ordentlich schön zusammen und werden es dann ganz normal als Yoga-Video auf Facebook posten. Du kannst es dir also einfach später anschauen, ja? Das dauert so ein, zwei Tage. Also morgen machen wir uns sofort an die Schneidearbeit. Wir haben das Video von heute früh zu schneiden und das von heute Abend. Und dann wird das veröffentlicht und dann kannst du es dir nachschauen. Und jederzeit, wie gesagt, auf www.yogaandlife.de bei Livestreams, da werden alle Videos zu sehen sein. Momentan, also das ist jetzt unser viertes, oder? Das vierte, das ist jetzt unser vierter Livestream und das ist alles gespeichert auf unserer Homepage. Du kannst es dir anschauen. Und der jetzige Livestream, der läuft sogar direkt auf unserer Startseite auf www.yogaandlife.de. Zur Not mal die Seite aktualisieren, falls es nicht startet. Ach so, ja, dann einfach auf Aktualisieren drücken, wenn du auf unserer Homepage bist und das nicht gleich zu sehen ist, dann drück einfach auf Aktualisieren und dann müsste es funktionieren. Wenn irgendwie da Probleme sind, kannst du dich auch gerne bei uns melden. Daniele hilft dir da weiter. Okay. Wir haben jetzt 19:30 Uhr und ich denke, es haben sich jetzt diejenigen, die sich für diese Yogastunde interessieren und meine Yogis, die normalerweise dienstagabends im Yoga sind, die sind wahrscheinlich eher jetzt auch auf meiner Homepage und schauen zu und nicht auf Facebook. Die sind jetzt da und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei allen Yogis bedanken, die im Nachhinein, wenn ihnen die Yogastunde gefallen hat, tatsächlich auch die Yogastunde gekauft haben bei uns auf der Internetseite im Shop. Vielen Dank dafür. Einige haben auch einfach auf den Spende-Button gedrückt und haben eine Spende hinterlassen. Vielen Dank, ihr helft uns so durch die Krise. Meine Einnahmequelle ist nur das Yoga und ich bin auch Arbeitgeberin, ich habe einen Teilzeitbeschäftigten. Und das ist alles nicht ganz so lustig, ja. Also, wenn du deine Wertschätzung für diese Yogastunde ausdrücken möchtest, dann wäre es für uns wirklich hilfreich, wenn du dir einfach im Nachhinein dann auf unserem Shop die Yogastunde kaufst oder bezahlst sozusagen, ja, oder eben eine Spende hinterlässt. Ja, also vielen Dank für diejenigen, die das schon gemacht haben. Ist eine ganz tolle Sache. Ich habe nicht so recht dran geglaubt. Daniele hat da eher dran geglaubt. Er hat noch den Glauben an das Gute im Menschen. Und es ist toll. Also ich bin echt berührt. Vielen Dank. Ja, heute Morgen habe ich schon gesagt, dass meine Yogastunden immer so gestaltet sind, dass auch immer Anfänger dazu stoßen können. Sie können vielleicht nicht alle Übungen mitmachen, aber ich versuche so genau wie möglich die Übungen zu erklären und auch Ausweichübungen anzuleiten. Mein Interesse ist es nicht, irgendwelche Yoga-Athleten noch weiterzubringen. Die können auch alleine zu Hause ihre Yogastunde schon machen. Ich möchte eher erreichen, dass Menschen, die noch gar nicht mit Yoga in Berührung kamen oder einfach die ganze Woche über es eben nicht fertigbringen, sich Zeit für Yoga zu nehmen, denen möchte ich die Gelegenheit geben,
einfach mehr den Einstieg in Yoga zu finden oder eben diese eine Yogastunde in der Woche wenigstens zu ermöglichen. Alleine zu Hause fällt es vielen schwer, aber in der Gruppe oder eben mit einer direkten Anleitung fällt es vielen einfach leichter. Und es sind eben oft die Menschen, die es auch wirklich brauchen, weil sie einen Job haben, der viel an Fehlhaltung mit sich bringt oder weil sie sonst irgendwie nicht die Möglichkeit haben, sich richtig, so wie es für den Körper gedacht ist, sich zu bewegen. Ja, und deswegen ist meine Yogastunde jetzt nicht nach Stufen gestaffelt, sondern immer so, dass jeder irgendwas mitmachen kann und ich versuche, so gut wie möglich eben anzuleiten. Ja. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, wenn du noch etwas zum Kauf der Yogastunde und der Spende, wenn du zu den Menschen gehörst, die da draußen für uns gerade echt arbeiten und für uns da sind, oder wenn du selbst ein Unternehmer bist, der gerade wirklich mit seiner Existenzangst kämpft, dann behalte bitte, auch wenn du den Impuls hast, uns irgendwas zu spenden oder die Yogastunde zu kaufen, die Energie bei dir. Du wirst sie vielleicht brauchen. Genieße jetzt die Yogastunde, zieh dir Kraft daraus und wir schaffen das. Also es wird, selbst wenn das alles nicht nach deinen Vorstellungen geht, es geht irgendwie weiter. Also glaube daran, verliere nicht den Glauben daran. Nach der Corona-Krise wird nichts mehr so sein wie vorher. Wir müssen uns einfach dem anpassen und schauen und das Beste draus machen, was da kommt. Ja. Wir beginnen jetzt mit der Yoga-Stunde und ich habe eine Karte gezogen heute Morgen in der Morgen-Yoga-Stunde und die habe ich gezogen als Wochenkarte für alle Yogis, die mir diese Woche zugeschaut haben oder zuschauen. Und ich habe sie noch hier. Diese Karte ist von Luise Hay, Körper und Seele. Und auf dieser Karte steht, das Leben unterstützt mich. Und auf der Rückseite steht, ich vertraue dem Leben und das Leben ist immer für mich da. Ich bin jederzeit sicher und geborgen. Das nehmen wir doch jetzt heute mal alle ins Herz. Und erinnere dich immer wieder an die Yogastunde. Vielleicht magst du dir die Farbe Grün dazu merken. Vielleicht kannst du mit Farben gut arbeiten. Und wenn du atmest, stellst du dir die Farbe Grün vielleicht einfach vor, wie sie in deinen Körper hineinströmt und wieder herausströmt. Das macht was mit deinem Mindset. Ja, wir beginnen mit der Entspannung. Leg dich in Shavasana, das heißt, das ist die Entspannungshaltung im Yoga. Du legst dich so hin, dass die Beine etwas mehr als hüftbreit liegen, die Fußzehen fallen locker nach außen, das heißt, du lässt die Beinmuskulatur vollkommen locker, die Arme legst du zur Seite, sodass die Achseln offen sind, nicht zu weit hoch, legst sie so seitlich ab. Schau, dass dein Kopf nicht zu hoch gebockt ist mit dem Kissen, sodass du hier eng wirst, sondern halte dein Nacken und dein Hals lang, sodass hier alles schön frei fließen kann. Wenn du liegst, zieh das Kinn noch mal ein bisschen zur Brust und lass dann den Kopf wieder locker. Schließe die Augen, das ist wichtig. Einfach die Augen schließen, dein Gehirn bekommt keine Informationen mehr über die Augen. Es ist dunkel, du versuchst die Schultern weich werden zu lassen. Glätte die Stirn und jetzt atmest du tief ein und beim Ausatmen lässt du alles los, was jetzt nicht hierher in die Yogastunde gehört. Lass es bei jedem Ausatmen aus dir herausfließen. Bei jedem Ausatmen fließt mehr und mehr ab und zurück bleibst nur du auf deiner Matte. Und du spürst, wie dein Nacken lang liegt. Die Stirn ist weit und glatt. Die Augenbrauen driften auseinander. Und die Augen sinken tief in die Augenhöhlen zurück und lassen los. Die Gesichtszüge wandern nach außen.
Die Lippen werden weich. Dein Kiefer lässt los. Die Schultern sinken sanft zurück und dein Brustkorb wird ganz weit. Arme und Hände haben jetzt nichts mehr zu tun. Dein Becken ist frei, die Knie lassen los. Und die Fußzehen fallen einfach nach außen. Wiederhole für dich innerlich zweimal, was ich sage, und lenke die Aufmerksamkeit genau in das Körperteil, das ich nenne. Meine Füße sind ganz entspannt. Meine Beine sind ganz entspannt. Mein Po ist ganz entspannt. Mein Becken ist ganz entspannt. Mein Bauch ist ganz entspannt. Mein Brustkorb ist ganz entspannt. Mein ganzer Rücken ist ganz entspannt. Meine Schultern sind ganz entspannt. Meine Arme und Hände sind ganz entspannt. Mein Nacken ist ganz entspannt. Mein Kiefer ist ganz entspannt. Meine Kopfhaut ist ganz entspannt.
Meine Gesichtszüge sind ganz entspannt. Meine Augen sind ganz entspannt. Ich bin ganz entspannt. Und du bist angekommen in deiner Yogastunde. Du spürst, wie dein Körper auf deiner Matte liegt. Auch erinnerst du dich, an welchem Platz du in diesem Raum liegst. Atmest jetzt tief ein. Und du streckst dich und dehnst dich, wie du es jetzt brauchst. Bevor du dann langsam über die Seite gerollt dann zum Sitzen kommst. Setze dich auf dein Kissen, wenn du eins brauchst. Falls du noch kein Yoga gemacht hast, dann erkläre ich das nochmal kurz. Setz dich auf ein höheres Kissen, damit deine Beine wirklich komplett entspannt sein können und du keine Probleme hast, deinen Rücken schön lang und aufrecht auszurichten. So. Und wenn du schön lang und aufrecht sitzt, schaust du, dass du deinen Schwerpunkt auf die Sitzhöcker verlegst. Richte dich schön lang aus, ohne ins Hohlkreuz zu kommen, ohne hier fest aufgespannt zu sein und wie ein Soldat dazusitzen. Versuch, die goldene Mitte zu finden. Einfach schön lang machen. Schwerpunkt auf den Sitzhöckern, die Stirn glatt. Lass die Augen lächeln. Versuche, ein friedliches, freundliches Gesicht zu machen. Atme ruhig. Schließe die Augen, damit du nicht abgelenkt bist visuell. Schalte so viel wie möglich Eingangskanäle aus. Ja, die Ohren können wir uns jetzt nicht zuhalten. Sollst du auch nicht, du sollst mich ja hören. Aber schließe die Augen, dass keine Bilder ins Gehirn kommen. Dass du ganz bei dir bist. Atme ruhig. Und du verlängerst deine Atmung auf 3 Sekunden ein und 3 Sekunden aus. Finde heraus, ob du 3 oder 4 Sekunden als angenehmer empfindest. Und das ist dann dein Atemrhythmus. Versuche, zwischen der Ein- und Ausatmung nicht den Atem anzuhalten, sondern die Atmung ins Leere fließen zu lassen, eine Kurve machen zu lassen und zurück in die andere Richtung fließen zu lassen. 3 Sekunden ein, zähle nicht so schnell und 3 Sekunden aus. Oder eben 4, wie es für dich passt. Bleibe bei dir. Atme ruhig. Spüre, wie sich die Ruhe in deinem Körper, die Ruhe und Gelassenheit in deinem Körper sich ausbreitet, während du so ruhig atmest. Erlaube es dir, so lange ein- und auszuatmen. Für manche ist das sehr lange, weil sie den ganzen Tag über nur ganz flach atmen. Genieße es, spüre, wie sich dein Körper aufdehnt, wenn du so lange einatmest. Und lass dir Zeit beim Atmen. Lass 3 oder 4 Sekunden auch so lange dauern, wie sie eben dauern.
Versuch den Atem zu dosieren, nicht dass du bei der zweiten Sekunde schon voll eingeatmet bist oder eben ausgeatmet bist. Dosiere den Atem etwas. Fließend. Unangestrengt soll der Atem fließen. Weich bleiben im Kehlbereich. Sanft und weich atmen. Spüre genau hinein, wo sich im Körper etwas bewegt, wenn du atmest. In welchem Bereich bewegt sich etwas? Und dann blinzelst du mit den Augen, bleib bei deiner Atmung. Ich zeige dir nur, was jetzt weiter geschieht. Wir gehen zu einer Bauchatmung, nicht Kapalabhati, die Feueratmung, wo du ganz schnell deinen Bauch nach hinten wieder schlägst, sondern eine ganz kraftvolle Atmung ist das. Das heißt, du bist ja jetzt bei 3 oder 4 Sekunden. Du behältst das noch bei deiner Atmung. Du wirst es nur kraftvoller in deiner Atmung. Das heißt, wenn du einatmest, schickst du den Atem in den Bauch, nur in den Bauch. Du atmest in deine Hand hinein. Einatmen, dein Bauch geht vor, richtig kraftvoll. Und beim Ausatmen kraftvoll zurück. Und einatmen. Und ausatmen. 3 oder 4 Sekunden. Ein Bauch geht vor. Und aus. Er geht zurück. Einatmen vor, ausatmen zurück. Dosiere deine Atmung, damit das auch 3 Sekunden reicht oder 4 Sekunden. Und wieder ein und aus. Ein letztes Mal. Und zurückziehen. Und dann lässt du die Atmung ganz frei. Entspannst erstmal deinen Bauch wieder. Das war jetzt vielleicht anstrengend für dich. Und dann atmen wir eine letzte Atemübung. Und zwar werden wir die Arme beim Einatmen hochnehmen und beim Ausatmen vor dir herunterfahren mit den Händen. Stell dir vor, du streichst deine Aura glatt. Und auch 3 oder 4 Sekunden in deinem Rhythmus. Und einatmen, 2, 3, 4. Und ausatmen, 2, 3, 4. Und einatmen, 1, 2, 3, 4. Und ausatmen, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und ausatmen. 1, 2, 3, 4. Dosiere dein Atmen. Einatmen. 2, 3, 4. Ausatmen. 2, 3, 4. Letztes Mal. 1, 2, 3, 4. Ausatmen, 2, 3,
4. Und leg die Hände kurz mit den Handinnenflächen nach oben locker ab. Lass die Ellbogen locker, die Schultern locker. Prüfe nochmal, dass du auf den Sitzhöckern das Gewicht hast und dass du lang bist. Schließe die Augen. Lass deine Atmung frei. Sei nur Beobachter. Misch dich da nicht mehr ein. Wenn du dich dabei erwischst, pfeif dich zurück. Und beobachte wieder nur deine Atmung. Ein paar Atemzüge beobachtest du deine Atmung, wie sie von ganz alleine ohne dein Zutun fließt. Die Stirn ist glatt, die Augen lächeln. Noch ein paar Atemzüge. Und dann kommen wir zu den Gelenksvorbereitungen. Diesmal machen wir sie im Boot, das heißt in dieser Haltung. Dabei hältst du den Rücken bitte gerade. Wenn dir das hier zu anstrengend wird, kannst du das auch so machen. Wichtig ist, die Arme sind durchgestreckt, die Schultern entspannt und nach hinten, nicht nach vorn ziehen und einen Buckel machen, sondern nach hinten ziehen. Du kannst die Übung aber auch so machen. Gerade für Anfänger empfehle ich, die Übung so mitzumachen. Nicht nach vorne buckeln, die Schulterblätter hinten zusammenziehen, nach unten ziehen, sodass du hier gerade auf einer Ebene bist und die Arme durchgestreckt sind. Und wir beginnen. Du kannst so sitzen bleiben oder so mitmachen. Spreize die Finger und die Fußzehen. Spreizen. Einatmen. Beim Ausatmen krallen. Die kleinsten Gelenke werden jetzt vorbereitet und spreizen. Ausatmen, krallen. Einatmen, ausatmen. Letztes Mal einatmen und ausatmen. Wenn es dir zu anstrengend wird, kannst du auch kurz runtergehen. Nächstes, beim Einatmen bist du gespreizt und jetzt nach unten abknicken, ausatmen, einatmen, ranziehen. Ausatmen, sind jetzt Hand- und Fußgelenke. Einatmen, ranziehen. Nochmal. Ausatmen. Einatmen, ranziehen. Dann Fäuste machen und kreisen. Das kannst du auch alles hier im Sitzen machen. Das geht, ja? Kreisen. Und andere Richtung. Kreisen. Und die nächste Übung, diejenigen, die hier so da gesessen haben, kommen jetzt auf den Rücken und machen die Übung so. Die nächste ist für Ellbogen und Knie, einfach anwinkeln, Knie und Ellbogen zeigt zur Decke. Wir anderen kommen wieder ins Boot und klein machen und strecken. Die Schultern bleiben hinten. Ausatmen und strecken. Ausatmen und strecken. Ein letztes Mal schaffst du. Ausatmen und strecken. Und absetzen. Du stellst kurz die Füße auf und hängst dich wie ein Kutscher hier drüber und entspannst dich. Lass den Kopf sinken. Atme ruhig. Vielleicht wieder deine 3-4 Sekunden. Noch 2 Atemzüge.
Dann rollst du dich langsam auf, streckst die Beine vorne aus, komm ein bisschen nach hinten, so. Die nächste Übung ist der Tisch. Wir machen ihn dynamisch. Wir bereiten jetzt ein bisschen die Gelenke, Kniegelenke und den Brustkorb vor. Du setzt die Hände ganz eng an deinen Po, rechts und links, und wirst in den Tisch kommen. Das Becken hochdrücken. Danach wirst du zurückkommen, und zwar ohne mit dem Po aufzusetzen. Das ist nicht für jeden möglich. Du könntest als Unterstützung zum Beispiel die Blöcke nehmen, die du so aufsetzt, dass deine Finger hier wieder runterklappen und du mit dem Handballen auf dem Klotz drauf bist. Dann hebst du dich hoch und dann kommst du hier in den Tisch und hier kannst du schwebend bleiben. Ja? Es ist aber auch nicht so schlimm, wenn du eben doch auf dem Boden landest, weil du jetzt gerade keine Klötze hast. Ja? Mach einfach mit. Und es ist nicht schlimm, wenn du mal kurz aufsetzt. Das ist nur auch zur Erklärung, wie es eben möglich ist. Okay, und einatmend hoch. Und hier oben tust du, so wie wenn du ein Kissen zwischen den Beinen hast. Du hältst das fest, das Kissen. Das heißt, du aktivierst deine Beinmuskeln hier etwas. Und beim Ausatmen wieder runter. Einatmend hoch, alles in Slow Motion langsam, dass die Muskeln richtig schön arbeiten müssen. Wenn was nicht passt, korrigier es. Die Beinmuskeln aktiv, Po aktiv, beim Ausatmen wieder zurück. Ruhig auf die Fersen, Schultern stark, einatmend wieder vor, Po fest, Becken hoch, ausatmend wieder nach unten. Versuche es jetzt wirklich synchron mit deiner Atmung zu schaffen. 3 oder 4 Sekunden. Hier einatmen, Beine aktiv, Po aktiv. Und beim Ausatmen kommst du nach unten. Du schaffst noch 3 Mal. Einatmen, hoch, schön langsam. Ausatmen, zurück. Einatmen, hoch, Po fest, Beine, mit dem Bein das Kissen zusammendrücken, ausatmen, zurück. Letztes Mal, einatmen, langsam hoch, Beine aktiv, Po aktiv, ausatmen, zurück. Du übst immer nur im schmerzfreien Bereich und setze ab. Komm noch einmal in die Kutscherhaltung, häng dich nach unten, versuch deine Atmung wieder ruhig fließen zu lassen, wenn du jetzt ein bisschen aufgeregter bist. Dann rollst du dich wieder auf, du kommst nochmal in den Meditationssitz. Setz dich ruhig auf dein Kissen, wenn du das brauchst. Wir bereiten jetzt nochmal die Schultergelenke ein bisschen vor. Die waren ja, haben ja eben auch arbeiten müssen. Die Hände auf die Schultern. Und einatmen vorne hoch. Ausatmen hinten nach unten. Einatmen vorne hoch. Ausatmen nach hinten unten. Letztes Mal. Einatmen vorne hoch. Ausatmen nach hinten, unten und umgekehrt, hinten einatmen, hoch, vorne beim Ausatmen nach unten und hinten einatmen, hoch, vorne ausatmen nach unten. Letztes Mal einatmen, hinten hoch, schöne große Kreise machen mit den Ellbogen und ausatmen nach hinten und nach vorne unten. Wir kommen jetzt in den Vierfüßlerstand. Wenn du empfindliche Knie hast, leg dir ein Kissen drunter oder eine Decke, das geht auch. Wir üben jetzt Katze-Pferd, wir bereiten die Wirbelsäule vor. Einatmend schiebst du dein Steißbein hoch,
hältst die Schultern weg von den Ohren, schaust nach oben und drückst hier die Mitte deines Rumpfes nach unten. Stellst dir vor, das unterstützt dich beim Ausatmen. Ziehst du dein Steißbein rein, den Kopf ein und bringst die Mitte deiner Wirbelsäule hoch zur Decke. Einatmen, das machst du wieder synchron zu deiner Atmung. 3 oder 4 Sekunden ein und aus. Finde heraus, was für dich passt. Einatmen hoch. Ausatmen nach unten. Einatmen hoch. Schultern schön weg von den Ohren, ausatmend einziehen. Letztes Mal hoch, ausatmen, einziehen. Und dann kommst du zur Mitte und dann kreist du. Dann bewegst du dich mit dem Becken und dem Kopf so. In die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Beweg dich durch, so wie es dir gut tut. Werkel dich durch. Und dann kommst du zum Sitzen auf die Fersen. Wenn du Knieprobleme hast, kannst du wieder ein Kissen nehmen, dich aufs Kissen setzen oder die Blöcke wieder nehmen zum Setzen. Wenn du kein Kissen brauchst, dann nimm die Füße mal auseinander, drück die Daumen hier in die Kniekehle rein und bring den Po nach unten zwischen die Füße. Das ist der Heldensitz. Jetzt hast du die Füße hier neben dir und du sitzt zwischen den Füßen. Die Hände ganz locker auf den Oberschenkeln, lass die Ellbogen locker. Nicht so weit vor und hier hast du Spannung, sondern schieb die Hände zu dir hin, bis die Ellbogen vollkommen locker sind. Hier sitzt du aufrecht und atmest ruhig deine 3-4 Sekunden. Und du atmest jetzt 6 Atemzüge. Ganz ruhig in dieser Haltung. Versuche immer durch die Nase zu atmen. Dein letzter Atemzug, 3 oder 4 Sekunden Länge beim Ein- und Ausatmen. Dann legst du die Handinnenflächen aufeinander, drehst die Fingerspitzen zu dir hin und drückst mit den Fingerspitzen auf deinen Brustkorb, die Mitte deines Brustkorbes, auf das Brustbein. Du atmest ein und drehst dich nach links, soweit du das mit deiner Rumpfkraft kannst. Schau, dass du mit beiden Sitzhöckern fest im Bodenkontakt bleibst, dass sich keine Pobacke hebt, sondern dass beide Sitzhöcker das gleiche Gewicht haben. Sobald sich eine Pobacke hebt, versuch sie wieder Richtung Boden zu bringen, korrigiere dich aus, vielleicht hast du dich zu weit gedreht. Atme ruhig. Halte die Position aus deiner Rumpfkraft, hast du dich gedreht. Jetzt löst du die Hände, bleib in der Drehung, nimm die rechte Hand an dein linkes Bein und die Fingerspitzen der linken Hand
zeigen zur Seite und du schiebst dich mit den Fingerspitzen gegen die Matte ein bisschen mehr in die Drehung, jeweils beim Ausatmen. Beim Einatmen wirst du lang, beim Ausatmen kannst du versuchen, dich mehr reinzudrehen in die Haltung. Und deinen Kopf drehst du, soweit du kannst, nach links, schaust, soweit du kannst, nach hinten. Atme ruhig. Halte die Schultern entspannt. Bei jedem Einatmen wirst du lang, beim Ausatmen drehst du dich ein bisschen. Dreh dich nur so weit, wie du weißt, du kannst es mit deiner Muskelkraft halten. Selbst wenn du die Hände jetzt wegnimmst, bleibst du in dieser Position. Nur so weit drehen, wie du weißt, du kannst es halten. Einatmen, kommst du wieder nach vorne. Beweg dich ruhig, wenn dir danach ist. Dann nimmst du die Hände wieder zusammen, dreh die Fingerspitzen zu dir, presst die Fingerspitzen fest auf dein Brustbein, einatmen und beim Ausatmen drehst du dich aus deiner Rumpfkraft so weit du kannst nach rechts, hältst das einen Moment, atmest weiter, spüre in die Kraft, spüre die Muskeln, die da arbeiten. Dann löst du die Hände, die linke Hand fast an den rechten, an dein rechtes Bein, die rechte Hand legst du mit den Fingerspitzen zur Seite zeigend auf die Matte und bei jedem Einatmen wirst du lang. Beim Ausatmen drehst du dich, indem du mit den Fingerspitzen gegen die Matte drückst und mit dem linken, mit der linken Hand etwas gegen dein Bein drückst. Und du drehst dich nur so weit, wie du weißt, du könntest es ohne mit den Händen halten, mit einer Muskelkraft. Schau, so weit du kannst nach hinten, bleib bei deiner ruhigen Atmung. Ich weiß, es fällt ein bisschen schwerer, wenn man gedreht ist. Dann die Hände wieder hochnehmen und vorsichtig nach vorne. Beweg dich, je nachdem, wie es dir danach ist. Nichts ist falsch, dein Impuls ist meistens richtig. Und dann kommst du nach vorne, stellst die Füße auf und kommst zum Stehen. Ich muss einen Moment warten, bis Daniele die Kameras eingerichtet hat. Die Füße hüftbreit auseinander, die Hände an die Hüfte und dann kreist du erstmal kurz mit dem Becken. Und Richtungswechsel. Und dann machen wir ein bisschen was für die Beine. Schüttel sie gerade mal kurz so ein bisschen aus. Die Beine so weit auseinander, dass du jetzt ein bisschen mit deinen Knien spielen kannst. Schau, dass die Fußzehen so ein bisschen nach außen zeigen. Das entspricht der Kniebewegung in der Position am besten. Und du schaust, wie fühlt sich mein Knie überhaupt an, wenn ich hier jetzt mal nach rechts und links wechsle. Fühlt sich das gut an? Wenn nicht, dann versuche die Position zu finden, die sich für dein Knie gut anfühlt. Und komm mit dem Po ein bisschen tiefer jetzt. Und schieb dich einfach nur von links nach rechts. Finde heraus, halte deinen Rücken gerade. Was fühlt sich jetzt gerade gut an für dich? Es wird anstrengend, keine Frage. Aber finde für dich auch raus, wie weit muss ich die Beine auseinandernehmen, dass es für mich stimmig ist. Das Ziel ist, dass du mit dem Po ungefähr auf Höhe der Knie kommst. Es ist anstrengend, keine Frage. Dafür bist du da. Und jetzt machst du dich schön lang und gerade. Nimmst die Ellbogen auf Höhe deiner Schultern. Und dann beugst du dich auf gleicher Ebene nach links und versuchst,
mit deinem Ellbogen Richtung Oberschenkel zu kommen. Bleib tief. Atme. Und wieder hoch. Und die andere Seite. Atme. Und wieder hoch. Und die andere Seite. Atme. Und wieder hoch. Letztes Mal. Und wieder hoch. Und die Beine ausstrecken. Kurz ausschütteln. Das ruhig auch kneten, wenn dir das gut tut. Bisschen durchmassieren. Wir gehen gleich wieder in die tiefe Position. Das war quasi die Vorbereitung. Und spiel wieder ein bisschen mit den Beinen. Versuch deine Atmung zu beruhigen, wenn das jetzt ein bisschen hochgegangen ist. Wenn du kurzatmiger geworden bist, dann atme jetzt wieder 3 oder 4 Sekunden. Versuch dich zu beruhigen, locker nach rechts und links zu gehen mit den Knien. Und jetzt versuchst du wieder tiefer zu kommen mit dem Po. Wieder auf Höhe ungefähr deiner Knie. Positioniere die Füße so, dass es für dich passt. Und dann das Becken leicht nach vorne. Steißbein also leicht nach vorne bringen. Die Arme zur Seite. Bei der linken Hand die Hand fest anwinkeln. Du schaust auf deinen Handrücken. Arm ist durchgestreckt, Schulter entspannt. Die rechte Hand, da legst du den Zeigefinger auf den Daumen. Und der Handrücken ist über deiner Hand. Daumen und Zeigefinger zeigen hoch zur Decke. Du schaust zielgerichtet auf deine Hand. Du schaust auf die Falten deiner Finger. Versuchst sie mit den Augen scharf zu stellen. Und jetzt suchst du mit den Augen einen Punkt in der Ferne. Versuch den scharf zu stellen. Und jetzt schaust du wieder auf die Falten deiner Finger. Versuch sie scharf zu stellen. Und einatmen hoch, ausatmen, sinken lassen. Nochmal ausschütteln, nochmal massieren. Und nochmal. Schau wieder, ob sich mit dem Knie alles gut anfühlt. Komm immer tiefer mit dem Po. Und dann bist du hier angekommen. Steißbein vor, Rücken gerade, Arme zur Seite, rechte Hand, den Handrücken zu dir richten. Die Muskeln hier am Oberarm arbeiten. Du schaust auf die Falten deiner Fingergelenke. Zeigefinger auf den Daumen der linken Hand und den Handrücken über deinen Kopf. Daumen und Zeigefinger zeigen zur Decke nach oben. Du schaust zielgerichtet auf deine Falten der Fingergelenke. Stell sie scharf mit den Augen. Und dann schaust du auf einen Punkt in der Ferne. Die Ellbogen wollen nach hinten. Dein Brustkorb ist geöffnet dadurch. Und wieder auf die Fingergelenke schauen. Und hoch. Ausatmen, sinken lassen. Und wieder ausstreichen. Und dann bringst du die Füße zusammen, indem du mit den Füßen zusammenkrabbelst. Ich gehe heute ein klein bisschen zügiger durch die Übungen, weil ich von Daniele die Anweisung bekommen habe, nicht zu überziehen, weil der Akku der Kamera nicht reicht. Und ich habe jedes Mal beim Livestream total überzogen. Und deswegen gab es auch die Unterbrechung. Wir kommen nochmal tief. Nochmal. Komm wieder mit dem Po so tief, dass du auf Höhe der Knie bist. Daumen nach hinten, Finger nach vorne. Dann Rücken lang machen und nach vorne mit dem Oberkörper.
Und jetzt presst du die linke Hand nach unten, die linke Schulter zeigt nach unten zu Boden und die rechte Schulter möchte zur Decke. Du drehst deinen Oberkörper. Halte das, atme ruhig und langsam auflösen in die andere Richtung. Rechte Schulter tief, linke nach oben. Dreh den Oberkörper. Das ist, wie wenn du ein Handtuch ausbringst. Und zurück. Und einatmen, hoch. Das war die letzte tief gebeugte Haltung. Und die Fußzehen wieder zusammenkrabbeln lassen. Benutz die Fußmuskeln ganz bewusst. Sei lebendig, fühl dich lebendig, beweg alles durch im Yoga. Und dann kommst du an den Anfang der Matte. Mach dich schön lang. Schau, dass du dein Gewicht schön auf Fußzehen und Fersen verteilt hast. Ich zeige euch nochmal, was die Vorwärtsbeuge angeht. Wir machen jetzt mal ganz bewusst die Vorwärtsbeuge. Du atmest ein. Bei mir ist die Lampe hier im Weg und beim Ausatmen kommst du nach unten mit leicht gebeugten Beinen. Wie wenn du den Oberkörper gerade auf die Oberschenkel ablegen möchtest. Du hältst die Schulterblätter zusammen hinten und ziehst sie leicht nach unten. Und legst die Fingerspitzen auf die Matte ab. Du kannst aber auch Blöcke nehmen, höhenverstellbar. Und dann schaust du, dass du mit den Beinen versuchst, sie durchzustrecken. Versuch die Beine vorsichtig durchzustrecken, ohne dass du hier anfängst zu buckeln. Und du akzeptierst die Grenze, die es für dich da eben gibt. Ich zeige euch, was falsch ist. Du gehst nach unten. Durchgestreckte Beine, gehst nach unten, versuchst runterzukommen, ich verstärke das jetzt mal. Und jetzt verändere, es sieht toll aus, ja. Oh, ich komme fast mit der Nase zu den Knien, toll. Jetzt zeige ich euch etwas, ich verändere meinen oberen Bereich nicht und ich gehe jetzt einfach nach oben. Der obere Bereich, ich verändere ihn nicht. Jetzt schaut mal auf meine Schultern, auf meinen Rücken. Die Schultern sind vorne. Ich bin hier buckelig und rund. Ja? Und jetzt zeige ich euch, wie es richtig geht. Du bist also in die Knie gegangen und kommst nach unten mit geradem Rücken, gebeugt und arbeite daran, hier meine Beine langsam durchzustrecken, ohne dass ich in den Buckel gehe. Und irgendwann funktioniert das vielleicht auch. Ja? Das ist nicht unbedingt das Ziel, aber so lernst du dich auszurichten. Und ich zeige dir jetzt, ich verändere wieder nichts an meinem Rücken und zeige dir, wie das jetzt aussieht, wenn ich hochgehe. Meine Schultern sind hinten. Ich bin nicht buckelig. Das ist der Unterschied. Und wenn ihr die Beine durchgestreckt habt und versucht da unten den Boden, du wirst unbedingt zu Boden, das wirst du niemals schaffen, weil du musst hier zusammenklappen und nicht hier rund werden und irgendwie nach unten kommen. Ja, versuch also gerade zu bleiben und nach unten zu kommen, mit gebeugten Beinen. Ja, hast du viel mehr davon und du bist korrekt ausgerichtet. Also, wir fangen jetzt an. Ich hoffe, ich überziehe nicht, okay? Einatmen, hoch. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Steißbein vor, Po festmachen, einatmen, hoch und nach hinten beugen. Ausatmen, du kommst nach unten. Gebeugte Beine, Schulterblätter hinten zusammen. Und dann wirfst du dein rechtes Bein nach hinten weg und setzt dein Knie ab, bei empfindlichen Knien wieder dein Kissen nehmen. Positioniere deinen Fuß so, krabbel ruhig mit ihm vor, dass wenn du nach unten gehst mit dem Becken, um zu dehnen,
dass dein Knie hier über dem Sprunggelenk bleibt. Hier den Oberkörper aktiv machen, nicht ausruhen auf dem Oberschenkel, sondern aktivieren, so dass du kaum Gewicht auf den Fingerspitzen hast. Du drückst mit der Ferse fest gegen den Boden. Die Fußzehen könntest du heben. Du lässt sie aber am Boden, im Bodenkontakt, aber das Gewicht hat die Ferse. Und geh in die Dehnung so weit, wie es dir gut tut. Dann gehst du mit beiden Händen auf die rechte Seite. Und wenn es dir möglich ist, versuchst du jetzt ganz auf die Hände zu gehen, nicht mehr auf den Fingerspitzen. Wenn es dir möglich ist, versuchst du mit den Ellbogen auf den Boden zu kommen. Wenn dir das nicht möglich ist, gehst du einfach nur in die Beuge, hältst den Rücken aber gerade, du buckelst nicht. Du kannst aber auch die Klötze nehmen und auf die Klötze mit den Ellbogen gehen. Das geht auch. Halte die Position. Atme ruhig. Rücken gerade. Langsam wieder auf die Hände. Hinten den Fuß aufstellen. Die Hände wieder rechts und links neben deinen Fuß. Rechte Hand ganz belasten, linke Hand Tipi-Hand. Knie hoch und führe dich zurück in die Schräge. Schultern über den Handgelenken, Ferse streckt nach hinten, ist ganz lang. Arm nicht komplett durchgestreckt, leicht gebeugt, die Muskeln arbeiten. Knie absetzen, den Po hochschieben und wenn du jetzt weggerutscht bist mit den Schultern, schieb die Schultern wieder über die Handgelenke. Dein Becken bleibt nach oben gekippt. Und jetzt sinkst du mit dem Brustkorb nach unten. Hier hast du quasi frei. Und sinke ab, komm mit der Rückenmuskulatur nach oben. Die Hände tun so, wie wenn sie die Matte nach hinten schieben. Spüre die Rückenmuskulatur, beweg dich ruhig ein bisschen dabei. Dann langsam sinken lassen, aus der Spannung rausgehen, Füße aufstellen. Atme ein. Beim Ausatmen drückst du dich zurück in den Hund mit gebeugten Beinen erst. Schieb dich mit den Händen von der Matte weg. Mach die Arme lang, mach die Seiten lang. Atme ruhig weiter. Die Ohren sind genau neben den Armen oder die Arme neben den Ohren. Du schaust zu den Knien. Versuch die Position mit dem Kopf zu finden, dass es passt mit den Ohren zwischen den Armen. Und wenn sich dein Rücken gut anfühlt, kannst du versuchen, die Fersen Richtung Boden zu bringen. Wenn sich dein Rücken immer noch spannungsfrei anfühlt, der untere Rücken, dann ist das okay. Wenn jetzt Spannung auftritt im unteren Rücken, komm wieder etwas mehr in die Knie. Atme ruhig. Atme ruhig. Dann schaust du zwischen die Hände und kommst mit den Schultern nach vorne. Schultern breit und stark lassen, dein Steißbein nach vorne drücken, Po fest anspannen und du schaust nach oben, Mund leicht geöffnet, du atmest durch die Nase. In Zeitlupe wieder zurückführen, am besten mit der Ausatmung. Dann schaust du wieder zwischen die Hände und du bringst deinen rechten Fuß nach vorne. Unterstütze wieder dein Knie, wenn es so knochig ist wie meins. Und dann lässt du dein Becken wieder sinken. Atme ruhig. Den Rücken aktiv. Beide Hände auf die linke Seite. Rücken lang, Schultern zurück und dann sinkst du Stück für Stück nach unten.
auf deine Ellbogen. Positionier dich so lange, bis es für dich passt. Oder du benutzt deine Blöcke. Ich zeige es jetzt mal auf der Seite, da könnt ihr besser sehen. Auch höhenverstellbar. Das ist auch möglich. Oder wenn keine Blöcke da sind, einfach nur so weit, wie du eben kannst, nach unten kommen. Atme ruhig. Halte den Rücken so lang, wie es geht. Schulterblätter hinten immer noch zusammenführen, soweit es möglich ist. Langsam wieder hochstützen. Die rechte Hand wieder an die rechte Seite deines Fußes. Hinten den Fuß aufstellen. Fingerspitzen und du wippst und du kannst mit mehreren Schritten oder mit einem Schritt nach vorne dich schubsen und die Füße nebeneinander sortieren, dein Fußgewölbe schön anheben, Gewicht auf Fußzehen und Fersen verteilen und Schulterblätter hinten zusammennehmen, Beine leicht gebeugt und hier ein bisschen dran arbeiten an der Vorwärtsbeuge, den Kopf sinken lassen. Und dann kommst du tief, die Arme nach hinten, einatmend hoch, Steißbein nach vorne, Po festmachen, nach hinten beugen, ausatmen, Hände vor dein Herz. Einatmen, ausatmen. Steißbein vor, Po fest, nach hinten, einatmen und beim Ausatmen wieder nach vorne unten. Beine gebeugt, Schulterblätter hinten zusammen und versuche die Beine vorsichtig durchzustrecken, während du hier nichts veränderst. Hier bleibst du schön gerade. Versuche hier nach vorne zu klappen, nicht mit dem Rücken rund zu werden. Im Beckenbereich zusammenklappen wie ein Klappmesser. Und dann dein linkes Bein zurückwerfen. Knie ablegen, Fußrücken ablegen. Aktiviere den Oberkörper, mach dich lang. Spür in die Dehnung hinein. Atme ruhig. Mach dich lang im Oberkörper. Spür die Dehnung. Dann hinten den Fuß wieder aufsetzen, linke Hand abstützen, Knie hoch und komm direkt in den Hund. Direkt in den Hund, korrigier dich aus, Schultern weg von den Ohren, zwischen den Schulterblättern aufgefüllt. Stell dir vor, ich drücke mit den Fingern zwischen deine Schulterblätter und du versuchst diesen Finger wegzudrücken. Ja, du füllst dich zwischen den Schulterblättern auf. Und wenn dein unterer Rücken sich gut anfühlt, kannst du jetzt die Fersen Richtung Boden bringen. Beine durchstrecken, wenn es dir gut tut. Wenn sich Spannung im Rücken aufbaut unten, dann lieber wieder beugen. Die Ohren neben oder die Arme neben den Ohren, während du zu den Knien schaust, nicht durchtauchen, sondern schön zwischen den Armen halten. Schultern schön stark, atme ruhig. Und dann schaust du zwischen die Hände und bringst jetzt dein rechtes Knie zwischen die Hände. Leg den Fuß zur Seite, ein bisschen zur Seite ab. Hinten dein Knie auflegen und schieb vielleicht auch dein Bein hinten ein Stück nach hinten. Beide Hände wieder links neben deinem Knie. Und hier ist das Gleiche. Wenn es dir möglich ist, komm in die Sphinx. Also hier auf deine Ellbogen. Schau, dass du nicht zusammenfällst im Schulterbereich, sondern dass du starr bleibst im Schulterbereich. Atme ruhig. Ich komme ein bisschen weiter nach hinten, vielleicht besser für die Kamera. So. Atme ruhig. Spüren die Dehnung.
Wichtig ist, dass du jetzt nicht mit der rechten Po-Hälfte auf den Boden absinkst, sondern heb das an, damit du über deinem Fuß schwebst und das Becken nicht aktiv runterdrücken, sondern schau, dass es einfach nur schwer wird. Das ist ein Unterschied, ob du aktiv runterpresst mit Kraft oder ob du einfach nur loslässt, dein Becken schwer werden lässt, mit Eigengewicht nach unten sinken lässt. Dann kommst du wieder auf die Hände, press dich hoch, die rechte Hand wieder neben dein Knie, hinten den Fuß aufstellen und zurück in den Hund. Tief in den Hund, richte dich wieder aus, zwischen den Schulterblättern aufgefüllt. Tu so, wie wenn du mit den Oberschenkeln wieder ein Kissen festhältst, das nicht runterfallen darf. Ja, spann die Muskeln an, dann bist du optimal ausgerichtet. Dann schaust du wieder zwischen die Hände und jetzt schiebst du dein linkes Knie nach vorne. Hier kann ich dir jetzt gut zeigen, was nicht passieren darf. Du fällst nicht nach links auf die Pobacke, sondern du hebst dein Becken an, dein Fuß, den rutschst du ein bisschen nach rechts. Beide Hände auf die rechte Seite und dann lässt du dich sinken. Dein Becken sinkt einfach nur mit dem Eigengewicht nach unten. Die Schultern stark halten. Atme ruhig. Spür in die Dehnung, spür, wo es zieht. Bleibe bei dir. 3 oder 4 Sekunden Atmung. Konzentrier dich darauf, während dein Becken von selbst nach unten sinkt. Langsam stützt du dich wieder nach oben. Die linke Hand wieder neben dein Knie. Hinten den Fuß aufstellen. Knie hoch. Und du kommst zurück in den Hund. Positionier dich da richtig zwischen den Schulterblättern, wieder den Finger wegdrücken, den imaginären Finger, und richte dich schön im Hund aus. Atme, schieb das Steißbein hoch zur Decke, aktiviere auch ein bisschen den Bauch, dass du nicht zu sehr im Hohlkreuz bist. Und dann schaust du zwischen die Hände und wirfst dein linkes Bein nach vorne. Knie wieder absetzen. Den Fußrücken ablegen, Becken sinken lassen, Oberkörper ist aktiv, er liegt nicht einfach auf dem Oberschenkel. Mit der Ferse drückst du gegen die Matte, die Fußzehen könntest du hochheben und verlagerst somit dein Gewicht mehr hier nach hinten, dass du kaum Gewicht auf den Fingerspitzen hast. Atme ruhig. Dann setzt du hinten den Fuß auf, Knie hoch und du schubst dich dann nach vorne. Sortier die Füße schön nebeneinander, Fußgewölbe angehoben. Schau, dass dein Rücken schön ausgerichtet ist, die Schulterblätter hinten zusammen und nach unten ziehen. Komm lieber in die Knie und versuche hier die Beine wieder ein bisschen zu strecken. Den Kopf kannst du sinken lassen, nur nichts am oberen Rücken verändern. Und dann kommst du tief, die Arme nach hinten, einatmen hoch, Steißbein nach vorne, einatmen nach hinten, beim Ausatmen Hände vor dein Herz. Und jetzt hast du 2 Runden in Sonnengruß mit Variationen geübt. Und zum Abschluss, wir kommen jetzt nämlich dem Ende. Daniele gibt mir gerade schon wieder Zeichen. Ich bin gut in der Zeit. Ja, ich lasse mich nicht gerne hetzen und
Das ist auch bei meinen Yogastunden, die wirklich vor meinen Yogis stattfinden, so. Wenn da der Impuls ist, eben noch die und die Übung zu machen, dann mache ich die, da müssen die Yogis mit leben. Das ist eben einfach dran. Aber okay, Daniele, ich höre auf dich. So, wir machen eine Balanceübung. Das ist der Tänzer. Und zwar ist das der gedrehte Tänzer. Du suchst dir mit den Augen wieder deinen Punkt, der dein Haltepunkt ist in den Balanceübungen. Verwurzel dich gut. Schau, dass du auch im Stehen die goldene Mitte hast. Zeig dich in deiner vollen Länge. Ohne mit stark aufgespannter Brust, sondern so die goldene Mitte. Dein Bauch ist aktiv, das ist wichtig. Der hängt nicht durch. Du bist auch nicht im Hohlkreuz. Goldene Mitte finden. Du bist lang. Dann verlagerst du dein Gewicht auf dein linkes Bein und hebst hinten deinen Fuß hoch. Versuche mit der linken Hand deinen Fuß zu fassen. Die Fußfessel, den Fußrücken, wo du hinkommst oder eben ein Stück oberhalb deines Gelenkes, den Arm nach oben, den rechten Arm und zieh. Deine Handinnenfläche zeigt nach oben und du ziehst, während dein Fuß deine Hand hinten wegzieht. Dein Arm ist nicht gebeugt, der ist passiv, er hängt und dein Fuß zieh deinen Arm aus dem Schultergelenk nach hinten. So musst du dir das vorstellen. Dein Standbein ist leicht gebeugt und du drückst den Himmel weg. Du drückst den Himmel weg. Atme ruhig. Ups. Das ist, wenn ich immer zur Kamera gucke. Oh je. Gut. So, nochmal. Ich muss meinen Fokuspunkt auch im Blick behalten. Und drück den Himmel weg, atme ruhig, achte auf die Atmung. Langsam lösen. Verwurzel dich, neu. Vielleicht magst du dich kurz rund machen. Nimm wieder deinen Fokuspunkt ins Visier. Greif gut in den Boden. Versuch das Gewicht auf dein rechtes Bein zu verlagern. Hebe dein linkes Bein hinten hoch. Greife mit der rechten Hand deinen Fuß und krabbel mit deinen Fingern dein Bein entlang bis zu einer Position, die du gut halten kannst. Richte den Oberkörper wieder gerade nach vorne aus. Nimm die Hand jetzt schon nach oben, drück den Himmel weg und deine Hand, dein Arm ist vollkommen locker. Deine Hand hält sich einfach nur am Fuß fest. Und der Fuß fängt an, deine Hand nach hinten weg zu ziehen. Dein Standbein ist leicht gebeugt. Atme, atme. Drück den Himmel weg und dein Fuß zieht die Hand weg. Zieh dir den Arm aus dem Schultergelenk. Atme ruhig. Behalte mit den Augen deinen Fokuspunkt im Auge. Langsam auflösen. Versuche alles in Slow Motion zu machen. Sammel dich. Okay, es reicht gerade noch für den Baum.
Okay, ich beeile mich. Nein, ich beeile mich nicht, aber ich lasse eine Übung aus. Okay, auf den Handel lasse ich mich ein. Okay, der Baum. Diesmal üben wir ihn komplett anders. Du setzt die Ferse an deinen, also die von deinem linken Fuß, die Ferse an dein rechtes Bein, sodass dein Fußballen des linken Fußes auf dem Boden ist. Das ist nicht weniger anstrengend als der andere Baum. Du versuchst nämlich trotzdem, dein Becken gerade zu halten. Dann streckst du die Arme nach oben aus. Du führst die Hände diesmal nicht zusammen, sondern streckst einfach nur die Finger weit gespreizt von dir. Dann schließt du die Augen. Ja, genau, du schließt die Augen und versuchst jetzt dein Gleichgewicht zu halten. Halte das Becken gerade und jetzt stellst du dir vor, dass du ein Baum bist und du lässt die Wurzeln aus deinen Füßen in den Boden hineinwachsen und sich ausbreiten. Und aus deinen Händen sprießen die Äste und kleinsten Verästelungen und es bilden sich Knospen und die platzen auf und es entwickeln sich Blätter, überall Blätter. Und deine Baumkrone wird immer größer und breiter und größer. Und die Wurzeln entwickeln sich auch in die Breite. Stell dir vor, wie du der Baum bist. Dein Bauch ist aktiv, du bist lang, du hältst nichts zurück. In der Natur hält auch der Baum nichts zurück. Er bildet sich jedes Jahr so mit allen Kräften, die er hat. Mit allem, was er hat, zeigt er sich, er hält nichts zurück. Und jedes Jahr sieht der Baum anders aus. Kein Blatt ist genau an der gleichen Stelle. Und es ist auch nicht das gleiche Blatt, es ist ein anderes Blatt. Und so lebst du auch mit allen Veränderungen. Und jedes Jahr bist du jemand anderes, als du letztes Jahr warst. Du bist nie der gleiche. Du bist ständig in Veränderung. Und langsam führst du jetzt die Hände zusammen, bringst sie vor dein Herz, verinnerlichst dieses Bild des Baumes und dann setzt du deinen Fuß wieder ab, neben den anderen. Lass die Hände sinken und bereite dich vor für die andere Seite. Den Fuß so ansetzen, dass die Ferse dein Bein berührt und der Fußballen des rechten Fußes fest auf der Erde verankert ist. Dein Knie strebt ein bisschen nach außen, dein Becken ist gerade. Einatmen, die Arme hoch mit gespreizten Fingern. Du lässt die Anspannung aus dem Nacken-Schulterbereich herausschmelzen. Du ziehst nicht die Schultern mit Gewalt nach unten, sondern nur die Spannung rausschmelzen lassen. Schließe jetzt die Augen. Behalte dein Gleichgewicht. Atme ruhig. Die Atmung hilft dir. 3 Sekunden oder 4 Sekunden, was für dich angenehm ist. Atme, beruhige dich durch die Atmung, vertraue dir und lass dann wieder die Wurzeln aus den Füßen in die Erde wachsen. Lasse sich ausbreiten. Verästelungen bilden und zieh aus den Wurzeln diese Lebenskraft nach oben durch den Stamm, durch deinen Körper hoch bis in die Arme und bilde Verästelungen oben, Verzweigungen und es bilden sich Knospen und die platzen auf und es bilden sich Blätter, die sich entwickeln. Und deine Baumkrone wird immer weiter und weiter. Vielleicht hast du sogar Früchte drauf auf dem Baum. Atme in diese Vorstellung, in dieses Gefühl, was du jetzt vielleicht hast. Atme da hinein. Lass die Stirn schön glatt. Ruhige Atmung, 3 oder 4 Sekunden. Dann führst du die Hände wieder zusammen zu deinem Herz und löse den Fuß
Setze ihn auf neben den anderen. Nimm eventuelle Spannungen aus der Schulter raus, lass sie rausschmelzen. Und bedanke dich bei deinem Körper. Heute war es ein bisschen anstrengender als beim letzten Livestream. Und du wirst viel davon mitnehmen. Vielleicht denkst du morgen noch an mich, weil du vielleicht hier oder da Muskelkater hast. Peace. Und jetzt darfst du dich in die Entspannung legen. Gönne dir die Entspannung, übergeh sie nicht. Leg dich hin, entspann dich. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? In die Entspannung, das heißt wieder hinlegen, Beine mehr als hüftbreit auseinander, die Arme zur Seite legen. Selbst wenn du dich jetzt erst dazu geschaltet hast, gönn dir die Entspannung, sie tut dir gut. Leg dich also schön hin. Vielleicht deckst du dich zu, weil in der Entspannung fährt das ganze System herunter. Es könnte sein, dass dir vielleicht ein bisschen frisch wird. Deswegen sorge gut dafür, dass dir warm ist. Zieh dir wieder Socken an, deine Jacke oder deck dich zu. Ja, selbst der Hund merkt, dass es jetzt zur Entspannung geht. Das ist Raja, mein Hund. Du liebst das, gell, die Entspannungssequenz. Also wenn der Hund das schon mag. Okay, wenn du soweit bist und liegst und noch irgendetwas stört, dann verändere es. Akzeptier das nicht. Sorge gut für dich. Verändere deine Haltung so lange, bis es für dich passt und du genau weißt, jetzt kann ich loslassen. Erlaube dir innerlich jetzt, nichts zu tun, wirklich loszulassen, zu entspannen. Und dann atmest du tief ein. Und beim Ausatmen lässt du alles, was sich irgendwie noch wie Anstrengung im Körper anfühlt, einfach aus dir herausfließen. Schau, dass die Stirn glatt ist. Dass du die Beine, wenn du sie noch festhältst, loslässt. Dass die Fußzehen nach außen fallen. Schließe die Augen. Schalte die visuellen Einflüsse ab. Entspann die Stirn. Bei jedem Ausatmen wirst du weicher und weicher und es fließt immer mehr Anspannung ab, bis nichts mehr übrig ist. Nur noch du auf deiner Matte. Deine Stirn wird weit und glatt. Die Augenbrauen driften auseinander. Und die Augen sinken tief in die Augenhöhlen zurück und lassen los. Die Gesichtszüge wandern nach außen. Die Lippen werden weich. Dein Kiefer lässt los. Die Schultern sinken sanft zurück. Und dein Brustkorb wird ganz weit. Arme und Hände haben jetzt nichts mehr zu tun. Dein Becken ist frei. Die Knie lassen los. Und die Fußzehen fallen einfach nach außen. Meine Füße sind ganz entspannt. Meine Beine sind ganz entspannt. Mein Po ist ganz entspannt.
Mein Becken ist ganz entspannt. Mein Bauch ist ganz entspannt. Mein ganzer Rücken ist ganz entspannt. Meine Schultern sind ganz entspannt. Meine Arme und Hände sind ganz entspannt. Mein Nacken ist ganz entspannt. Mein Kiefer ist ganz entspannt. Meine Kopfhaut ist ganz entspannt. Meine Gesichtszüge sind ganz entspannt. Meine Augen sind ganz entspannt. Ich bin ganz entspannt.
Langsam erinnerst du dich wieder an deinen Platz hier in diesem Raum. Du machst dir ein Bild von deiner Umgebung und du spürst deinen Körper, wie er auf der Erde liegt. Vollkommen entspannt. Und dann atmest du tief ein, tief aus. Und langsam regelst du dich und du streckst dich und blinzelst mit den Augen. Streck dich, dehn dich und lass dir ruhig Zeit. Und dann kommst du langsam wieder über die Seite gerollt zum Sitzen. Spürst einen Moment nach. Und ich erinnere dich noch einmal an die Karte, an die Wochenkarte, die da sagt, das Leben unterstützt mich. Ich vertraue dem Leben und das Leben ist immer für mich da. Ich bin jederzeit sicher und geborgen. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat und es dir möglich ist, deine Wertschätzung auszudrücken, dann findest du in unserem Shop einen Artikel, der heißt Online-Yoga-Stunde. Und dann kannst du die kaufen. Damit bezahlst du sozusagen diese Yoga-Stunde. Die kostet 10 Euro. Oder du kannst einen Betrag spenden nach deinem Ermessen. Wenn du auf den Spende-Button drückst, das ist ein kleines Yoga-Männchen, unten drunter steht Spende. Wenn du da draufklickst, landest du bei PayPal und kannst da deinen Betrag eingeben und an uns spenden und uns somit durch die Corona-Krise helfen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du da bist. Ich wünsche dir einen guten Schlaf, alles Gute für deine Familie, bleibe gesund. Und Daniele, magst du noch mal vor die Kamera kommen? Ich finde es immer schade, so hinter der Kamera. Ja, ich bin beschäftigt. Und kommt richtig ins Schwitzen bei dem Ganzen. Ja, und ich komme hier ins Schwitzen mit dem Scheinwerferlicht. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wir schneiden jetzt das Material, was wir haben, und werden es in eine ordentliche Form bringen und veröffentlichen auf Facebook und auch nochmal auf unserer Homepage. Du kannst es dir jederzeit anschauen. Und ja, wir überlegen sogar, ob wir nach der Corona-Krise vielleicht regelmäßig, vielleicht ein paar Mal im Monat, eine Yoga-Stunde gemeinsam vielleicht live streamen werden. Das überlegen wir uns noch. Da sind einige Ideen im Kopf. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Wir sind selbst immer neugierig, was wir zwei Spielkinder so auf die Beine bringen können. Ja. Nächste Woche, Montagabend, 19.30 Uhr, das ist Schwangeren-Yoga. Du kannst da aber auch mitmachen. Das ist nicht so viel weniger anstrengend. Und Dienstag früh um 9 Uhr für die ganzen Early Birds, die gerne morgens Yoga machen. Und Dienstagabend, so wie heute, bieten wir eben Good Evening Yoga an. Sei herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich und gute Nacht. Tschüss. Namaste. Namaste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So.